feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder zum neuen Projektzimmer-Video eingeschaltet habt. Und ja, es gibt mal wieder uns, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass es noch ein paar weitere gibt und noch nicht mein Zimmer komplett fertig ist. Und in einer Viertelstunde bis 20 Minuten sind IKEA endlich da. Und dann kriegen wir meine Möbel und ja, und darauf warte ich. Das Problem war ja, dass ich nicht gewusst habe. Das war zwischen 6 und 10 Uhr. Und ich aber wirklich weiter eingeschlafen bin. Aber Gott sei Dank haben die angerufen und mein Handy lauter gemacht. So war das jetzt kein Problem. Jetzt werde ich mittlerweile nicht mehr hinlegen, weil die Zeit schnell vergehen. Hier hat mir gerade meine Möbel gebracht. Die sind jetzt weg. Ich zeige es auch mal ganz kurz. Und der nächste Teil kommt noch, also mein Schreibtisch und die Kommode. Die sollten jetzt zwischen Viertel nach 7 oder 7.18 Uhr und 10 Uhr noch kommen. Weil ihr angegeben habt zwischen 6 und 10 Uhr. Ich finde es auch schade, dass die jetzt nicht mit da mit dazugegeben haben, weil das ist ja feiner gewesen, ne? Aber naja, egal. Steht jetzt alles dabei da. Und wir machen einen ganz schnellen Durchgang, Hall-Durchgang. Ja, fangen wir mal an. Also hier sieht man irgendwo. Okay. So, ich zeig's auch jetzt da. Da sieht man's. Das ist das Alex-Regal. Und das ist jetzt das kleinere mit den 5 Schubladen. Das ist für unterm Schreibtisch. Und in dem Karton ist genau das gleiche Alex-Regal drin, nur halt ist größere und härtere. Das kommt dann daneben hin. Da ist meine 1,90 Stellage. Dann liegt hier der Teil von meinem neuen Stuhl. Dann werde ich aber noch schön mit der Decke und so drüber tun, dass da richtig eine Rückenlehne und so gebuschelt ist, weil er ist hart. In dem Karton befindet sich dann die Fies vom Stuhl. Dann machen wir weiter. Und zwar hier, da ist meine, das ist eigentlich die Fotostellage. Das ist die Stellage, die oben mein Spiegel dann eigentlich fokussiert doch. Die Stellage, die kriegt oben Spiegel dann eigentlich beim Schreibtisch. Deswegen muss ich wissen, wie lang der Spiegel ist und wie breit, damit ich weiß, wo ich sie hinhängen muss. Da kann man dann meine Nagellacks aufheben. Dann ist hier drin nur meine Garderobe. Da sieht man es auf dem Bild, wie sie ausschaut. Und warum man die Sachen nichts drin ist, sagt man da noch was. Dann ist hier drinnen die kleine Stellage, die 30 cm, die noch von der langen fehlen. Und zum Stuhl der sozusagen Polster. Das ist jetzt alles da. Das sind 7 Sachen und die letzten 2 fehlen nur. Ich werde jetzt schauen, dass sie so unter anderem das kleinere schon, weil ich das Zimmer reintun kann. Weil das hier, die große Alex-Dings, ist sehr schwer. Aber, ja. Dann wart ihr es und hofft, dass wir die jetzt auch gleich mal bald anrufen würden, befreien und das bringen hatten. Aber wenn es jetzt eh schon bald 8 ist, dauert es nochmal lang und dann sollten die kommen. Somit, yay! Mal schauen, was man heute schon aufbauen kann. Also, ich werde auf jeden Fall meinen neuen Stuhl heute aufbauen. Und meine Garderobe werde ich machen. Ja, und der Rest muss ich auch. Entweder heute noch oder sonst am Wochenende. Jetzt wieder voll verpennt aus. Wir haben jetzt 9.07 Uhr und in der Viertelstunde kommt meine letzte IKEA-Lieferung. Ja, kleiner kurzer Bericht. Und wir sehen uns dann wieder. So, IKEA ist jetzt wieder weg. Und also die Leute, die das geliefert haben, und jetzt zeige ich, jetzt sind immer die restlichen Sachen da. Hier ist einmal mein Regal. Fokussieren. So, man sieht, das ist mein Schreibtisch. Und hier sind die 2 Teile von der Kommode. Eigentlich wollte ich die Malmkommode, die ich jetzt auch habe, im Inherer. Hat es aber nicht immer gegeben, weder online noch im Geschäft. Deswegen musste ich mir für die entscheiden. Aber die hat auch für den Flugliner, das ist genau gleich. Ja, und jetzt habe ich alles da und jetzt bin ich sehr happy.
habe jetzt 15.12 Uhr. Und ich habe, ach, so gut es geht, mich nochmal beim Regal aufbauen. Haben wir jetzt schon meinen Staubsauger ausgepackt, aber das gehört jetzt nicht zum Projektzimmer. Ich zeige es euch mal kurz. Steht jetzt da, wo stehen soll. Schaut voll geil aus. Und jetzt, finde ich cool, dass die Schienen da schon drin montiert sind, dass man einfach die Schubladen eingeschoben hat müssen. Weil so ist die Montage feiner. Super Regal zum Aufbauen, kann ich auch empfehlen. Gott sei Dank sieht es die Rückseite nicht und der sieht keiner, weil das ist, ach, ja. Ich bin jetzt am Abrahmen von dem scheiß Tisch und Ausrahmen hier. Jo, und dann montieren wir das kleine Alex-Regal, weil dann kann ich das hinstellen und sehe, wie hoch das ist. Und aber vorher, bevor wir das dann montieren mit dem Regal, machen wir die Garderobe auf jeden Fall ab, weil das ist besser hier. Yay! Ja. Der Platz ist leer. Dann wünsche ich mir den Schreibtisch her. Na Spaß. Jetzt hänge ich nur meine Jacken ab und lege die alle aufs Bett. Und rahme das alles ab, damit man die dann auch abmontieren kann. Und ja. So, mein Garderobe hängt jetzt. Die habe ich jetzt aufgehängt. Und ein bisschen leicht schief, merke ich gerade. Aber ja, jetzt habe ich 10 Jacken Platz. Ich werde dann schauen, welche 2 aus dem Kasten nur und dazu hängen, damit die dann die anderen in Kasten hängen kann, die noch im Bett liegen. Aber ja, hier hängen dann noch so Bademantel. Oder ich tue Bademantel ein Ding hängen in den Kasten, aber muss ich schauen. Jedenfalls ist jetzt, schaut es jetzt so aus. Zurück im Video. Eigentlich habe ich mir gedacht gehabt, mache ich ein eigenes Video zu meinem Schreibtisch, also Schminkschreibtisch, wo ich euch zeige, wie der jetzt ausschaut und so, weil er ist jetzt eigentlich fertig, komplett fertig. Und aber dann haben wir gerade so gedacht, also ich war dann im Zwiespalt, dann haben wir immer so gedacht, eigentlich kann ich das ja gleich nur in das Projektzimmervideo mit einfließen lassen, weil da haben wir ja zusammengebaut. So sieht mein Schminkschreibtisch aus. Komplett fertig. Ich fange auf jeden Fall mal da an mit dem. Ja, es geht halt um so viel, ist hier halt frei, aber das stört mich nicht, weil da kann ich, habe ich das hier stehen und da werden dann immer so ein paar Süßigkeiten und so drin sein. Wenn ich mir welche kaufe. Und dann fange ich gleich mit der ersten Schublade an. Und zwar ist halt auch wieder das nächste Teil von meiner Organisation gekommen. Denn ich habe vor kurzem solche Teile hier bestellt, damit man hier, damit ich da alles schön an Schminksachen einsortieren kann und alles sei Ordnung hat. Und ich weiß, okay, da ist das und brauche da eingreifen. Und ja, da habe ich hier hinten, also ich fange schon mal vorne an, genau. In dem hier habe ich halt meinen Concealer und meinen Augenbrauenstift und das ist halt Augenbrauen- und Wimpernmascara. Jedenfalls habe ich dann hier meine Labellos. Die Kamera hier angesprochen. Dann habe ich hier halt meine Nagelfeile, Nagelzwicker, Wimpernzange und halt den Separator. Da sind so ein bisschen Nagellacks und andere Nagellack drin. Und die Tropfen für Nagel und ein Mini-Parfum und der Kleber. Und da hinten sind nur Tropfen, Öl. Ist noch so Öl. Da habe ich meine Mascaras. Gedünnte Tagescreme, Tagescreme und so ein Quatsch halt. Dann habe ich in dem Korb so die Make-up-Eye-Dinger drin. Und hier halt so Augenpads.
die habe ich schon länger. Die werde ich mal demnächst probieren. Habe ich ja 100 Mal gesagt und gemacht, habe ich bis jetzt noch nie. Jetzt habe ich das letzte Mal neu gekauft. Augenpads sind hier drin, Masken und so Entspannungsbäder und so Ersatzschminkdinger. Dann machen wir in der nächsten Schublade weiter. Da habe ich, das ist halt der Neigkammer, das Teil. Da habe ich jetzt nämlich so kleine Paletten. Das ist für solche Sachen halt. Nehme ich das her, weil ich kann die da auch dazu tun. Aber da weiß ich nicht, was ich hier einnehmen soll. Deswegen lasse ich das hier für meinen Fixing Powder, Powder und Blush. Und da kann man dann halt immer, falls ich mal wieder welche habe, solche kleinen Dinger halt einnehmen. Da habe ich meine ganzen Fayals. Da habe ich mein Make-up-Ei. Ja, der liegt hier so allein drin, aus dem Grund. Damit der halt, ich mag es halt nicht gern, wenn der dann andere Pinsel oder was dreckig macht. Deswegen, ja. Hier die Wattepads dazwischen gestoppt. Hier sind meine restlichen Pinsel. Die sind neu, also Schminkpinsel. Die, was ich jetzt mal hauptsächlich nicht benutze. Ich finde die voll schön. Da einer dann. Hier habe ich separat extra dafür bestellt. Habe ich das Teil hier gekauft für Lippenstifte, damit ich die halt alle hier schön drin sortiert habe. Genau. Hier hinten drin sind meine ganzen Lipgloss. Lipgloss und trocknende Lippenstifte. Und hier meine von BB, die Lipgloss-Dinger. Denn hier haben wir mal jetzt zuletzt Neukraft. Dann machen wir in der nächsten Schublade weiter. Da habe ich solche Sachen, also das habe ich auch extra Kraft für meine Paletten. Die habe ich auch neu. Das ist meine neue Lidschattenpalette. Die finde ich voll cool. Ja, Leute, mit einer Hand aufmachen ist nicht. So, so sieht die aus. Da ist meine Highlighter-Palette. Die Glow-Palette kann ich auch sehr empfehlen. Und die habe ich schon ewig, aber das sind halt neutrale Töne. Und da sieht man, welche ich am häufigsten benutzt habe. Da ist halt noch mein Abschminkzeug so. Das sind noch vier überbliebene Teile dabei, die leer sein, die lasse ich ja nur dabei. Und da ist halt so Bodylotion und Zahnbürste zu Zeug halt drin. Dann gehen wir weiter in die vorletzte Schublade. Und da die Schachtel hier kalt die auch für meine Parfums. Aus dem Grund, weil die halt Queens United gibt es halt im DM nimmer oder ich finde sie nimmer. Und die. Das hier haben die ganzen Menschen mitbestimmen dürfen und die anderen sind halt alle von YouTuber, also das ist eigens ihre Parfum, zum Beispiel von Emma Louise, Domino Cardi, mein Lieblingsding, YouTuberin von der Nihan, Sunny Loops und sowas eh. Ja, deswegen kalte ich die auf, weil die sind für mich Unikate. Und da ist halt nur so Abschminkzeugs, Muscheln aus dem Urlaub, die haben immer nur die Muscheln. Von Italien und hier halt so Deos und Zeigs und hier meine Haarkur. Bisschen lahm, die Schublade ein bisschen leer, aber egal. Und da sind dann elektronische Sachen dran, wie Glätteisen und Föhn. Dann ist das mein neuer Stuhl, ich habe leider nur ein Deckchen drüber und so ein Polster hin, weil der halt relativ hart ist. Aber ja, der ist auch fertig, cool. Dann machen wir hier weiter. Hier habe ich meine ganzen Parfums drauf. Meine Schwester findet das Tableau hässlich, weil es orange ist. Mir ist es so egal. Und ich habe jetzt das da. Das da. Und das Parfum wieder gefunden. Nein, gut, ich habe das noch. Und die mag ich gern von Spirit Off. Die sind günstig und riechen auch voll gut. Da habe ich mir jetzt die zwei letztens neu gekauft. Das ist einmal Velvet Bouquet oder wie man das auch mal ausspricht. Und das hier ist Wild Roses. Das habe ich auch extra bestellt für Wattepads. Dann habe ich hier meine Kerze, das Spiegel, was mein Dad selber gemacht hat. Da ist mein Body Lotion und Handcreme. Ich nehme es eher mehr als Handcreme. Habe ich von Leonies Besitzerin zu Weihnachten gekriegt, vor zwei Jahren. Mein uralter kleiner Schminkspiegel, hallo. Ja, das Teil haben wir letztens bestellt, das ist Akremen, das sind vier Schubladen, die zeige ich euch noch. Die habe ich aber dabei ausgetan, weil die sonst leer wären und ich nicht weiß, was der Wald da einnehmen soll. Deswegen habe ich jetzt dabei meine Haarbürste einer gelegt. Meine Schwester hat mir den guten Tipp gegeben, die Haarbürste so hinzulegen.
ja, da drauf habe ich das Teil, das habe ich extra dafür bestellt, für meine Kosmetikstäbchen, aber die hier. Dann habe ich hier mein Wunderöl und meine Pinsel. Das sind die Pinsel, die da drin sind, die ich jetzt am häufigsten benutze oder eigentlich immer benutze oder benutzen werde, wenn ich mich schminke. Dann kann man jetzt da in die erste Schublade, da habe ich jetzt meinen elektronischen Kram und so. Also USB, Laptop, Stativ, Handyhüllen. Die hier kann ich eigentlich überall anders finden, weil die kann ich nicht mehr verwenden. Schade, Marmelade. Hier ist andere Stativ. In der zweiten Schublade habe ich halt sowas. Das ist unser DVD von der Wüste, wo wir 2006 in Ägypten Urlaub gemacht haben. Ja. Da ist halt so GoPro-Geschirr und so. Und hier halt das Zeug. Also ja, alles was halt sowas mit PC und so mäßig zu tun ist halt ganz oben. In der Schublade sind halt so Medikamenten, Zeugs, Krams, so meine Sachen. Ersatzfilter von meinem Staubsauger. Und so Scheiß halt. Da in der Schublade ist halt nur so alles eingestopft. In der Schublade ist halt, ja, Anula eingestopft, Scheiße drin. In der Schublade halt genau das Gleiche. Da ist halt einmal Instax-Kamera. In der Schublade ist Babyzeug, weil ich wieder eine Windeltorte mache. Nehme ich auch wieder mit. Und da in der Schublade sind jetzt die Kronen-Schubladerlen von dem Teil hier, was da rein kann. Und wenn ich dann weiß, was da rein tun kann, werde ich es ja rein tun, aber solange ich das nicht weiß, bleibt es halt da. Und in der letzten Schublade ist halt Essen drin. Und da habe ich noch nichts weiter gemacht, das sind andere Schubladen. Da habe ich meine Nahrungscreme und das Zeug hier für Unterwäsche beim Waschen. Hier so halb leere Wattepads, so wenig Kram. Und hier sind meine Haarbänder und da ist auch noch so Zeug und ein bisschen Schmuck und so. Und die Tasche haben wir letztens auch gehabt. Das ist so eine kleine Schminktasche, also reicht gerade, wenn man irgendwo schlaft und man nimmt sein Make-up-Zeug mit, das was man halt braucht. Was bei mir ja nicht viel ist, dann hat das da alles schon Platz. Die haben wir deshalb bestellt, weil ich sonst die von meiner Schwester nehmen muss, weil beim Shooting habe ich die von meiner Schwester ausgeliehen gehabt. Und das war halt sehr unfein. So musste ich es mir nicht mehr leihen, sondern ich habe mein eigenes. So, das war's. Das ist mein Schminkschreibtisch. So schaut er aus. Wir haben mittlerweile schon Samstag und den 5. März. Und jetzt... Opa, da ist das Handyflug. Jetzt ist es 13.33 Uhr und ich muss jetzt noch vorher ganz kurz die Kaninchen-Toilette machen, damit ich sie wieder einstellen kann. Dann werde ich hier erstmal ein paar Sachen wegstellen, also den Schuhregal wegstellen. Und das weiße Kraschel, wo der Fernseher ist, ausrammen und den Fernsehuhr. Und dann wird das Kraschel wird die Kommode aufgebaut. Und ja, dazu nehme ich auch natürlich wieder mit. Ich habe jetzt hier viele Süßigkeiten drin, also was hat, ja, Zuckerlen und Schokolade und ja. Ich bin jetzt hier fertig, den Fernseher muss ich nur wegstellen. Das mache ich mit meinem Dad. Dann kann man das noch abbauen und dann das andere aufbauen. Quantum, mein großes Baby steht. Jetzt hoffe ich, dass das sogar einen Fernseher oben Platz hat, weil es schaut mal nicht so lang aus, aber wird schon gehen. Ja. Pff, keine Ahnung. Und jetzt muss man nur, dass auch eine Kaschel muss abgebaut werden in meinem Zimmer. Zum Beispiel. Muss in meinem Zimmer nur abgebaut werden und dann kann das rein und der Fernseher drauf und dann kann ich wieder alles rammen und
anstecke. So, ja, es sind mehrere Wochen vergangen, seit die Kommode aufgebaut wurde. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur denn, das Projekt Zimmervideo beenden und hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, es ging zwar über 20 Minuten, aber ja, ausführlich habe ich auch mit allem mitgenommen, was dort zusammengebaut wurde, was bestellt wurde. Deswegen finde ich es eigentlich ganz großartig, dass das Video mal etwas länger darüber geht und ausführlicher ist, weil ich auch wirklich detailmäßig mitgenommen habe und auch sogar mitgenommen habe, wo ich den Schreibtisch angerabt habe. Ja. Wir sehen uns zum nächsten Video und bis dahin, bye!